Niemand weiß, ob es nur Gerüchte sind oder ob die Türkei tatsächlich die Grenze geöffnet hat. Diese Videos sollen aber zeigen, dass sich schon jetzt tausende Flüchtlinge auf den Weg Richtung Europa machen. Über Wasser- und Landweg versuchen sie offenbar nach Griechenland zu kommen. Was soll ich hier machen? Es gibt hier nichts. Vielleicht können mein Kind und ich dort eine Zeit lang leben. Einen türkischen Pass bekomme ich nicht. Ich möchte jetzt nach Deutschland. Die mögliche Grenzöffnung nutzt das NATO-Mitglied Türkei offenbar als Drohung, um die anderen NATO-Staaten dazu zu bringen, der Türkei in Syrien beizuspringen. Denn am Vorabend wurden in der syrischen Stadt Idlib 33 türkische Soldaten bei einem Luftangriff getötet. Die mögliche Grenzöffnung nutzt das NATO-Mitglied Türkei offenbar als Drohung, um die anderen NATO-Staaten dazu zu bringen, der Türkei in Syrien beizuspringen. Die mögliche Grenzöffnung nutzt das NATO-Mitglied Türkei offenbar als Drohung, um die anderen NATO-Staaten dazu zu bringen, der Türkei in Syrien beizuspringen. Denn am Vorabend wurden in der syrischen Stadt Idlib 33 türkische Soldaten bei einem Luftangriff getötet. Verantwortlich dafür ist das Assad-Regime und das wird von Russland unterstützt. Moskau selbst will nicht beteiligt gewesen sein, wirft den Türken aber vor, dass dort kein Militär hätte sein dürfen. Wenn Absprachen befolgt worden wären, insbesondere über die genaue Position türkischer Soldaten, hätte so eine Tragödie verhindert werden können. Es gibt immer Raum für Dialog. Präsident Putin und Präsident Erdogan haben heute miteinander telefoniert. Trotzdem antwortet Ankara auf die Luftangriffe vom Vortag mit einer Offensive in Syrien. Die NATO ruft zur Deeskalation auf, sichert aber Unterstützung zu. Die NATO-Verbündeten unterstützen die Türkei schon heute. Wir verstärken ihre Luftverteidigung. Ein AVEX-Aufklärungsflugzeug hilft bei der Luftraumüberwachung. Außerdem kontrolliert die NATO die Häfen. Die EU fordert von der Türkei, sich an die Vereinbarung von 2016 zu halten und Flüchtlinge an der illegalen Weiterreise nach Europa zu hindern. Griechenland hat seine Grenzübergänge zur Türkei mittlerweile geschlossen. Flüchtlinge, die sich dennoch dem Zaun näherten, wurden offenbar mit Tränengas beschossen. Bulgarien schickt unterdessen 1000 zusätzliche Soldaten an seine Grenze. Wirklich? Ich erinnere Sie an ein Beispiel. 1974 besetzten türkische Truppen den Nordteil Zyperns. Eindeutig und unbestritten völkerrechtswidrig. Hat niemand bestritten. Nicht eine einzige Sanktion gegen die Türkei haben Sie damals beschlossen. Warum nicht? Aus den eigenen Reihen gibt es Applaus für die Drohungen von Präsident Erdogan. Er legt im Streit um die Erdgasförderung vor Zypern nach. Unsere Kriegsschiffe, unsere Luftstreitkräfte und andere Sicherheitseinheiten verfolgen alle Entwicklungen in der Region mit der Anweisung, bei Bedarf jede Art von Intervention durchzuführen. Wir raten ausländischen Firmen, die Aktivitäten vor der Küste Zyperns durchführen, ihre Fähigkeiten nicht zu überschätzen und Grenzen nicht zu überschreiten, indem sie den griechischen Zypern vertrauen. Seit Tagen blockieren türkische Kriegsschiffe ein Gasbohrschiff vor Zypern. Das von einem italienischen Unternehmen gemietete Boot wird an Erkundungsfahrten gehindert. Außerdem, so sagt Griechenland, habe die Türkei ein Patrouilleboot wie dieses der griechischen Küstenwache gerammt. Die EU kritisiert das Vorgehen der Türkei scharf. Die Türkei muss sich eindeutig zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen verpflichten und jede Art von Reibungen, Drohungen oder Handlungen vermeiden, die gegen einen Mitgliedstaat gerichtet sind und die gute nachbarschaftliche Beziehungen und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten beeinträchtigen.
Griechenland fürchtet nun, dass weiteres Säbelrasseln vor Zypern eine größere Krise in der Region auslösen könnte. Informed us about the latest developments regarding Turkey's illegal violations in the Eastern Mediterranean and in the Aegean. On behalf of all the EU leaders, I would like to express our solidarity with Cyprus and Greece and urgently call on Turkey to terminate these activities. Im Syrienkrieg droht eine gefährliche Eskalation. Gestern starben bei einem Luftangriff auf türkische Stellungen in der Provinz Idlib 33 Soldaten. Die Türkei macht die syrische Regierung verantwortlich und startete Vergeltungsangriffe. Die NATO berief eine Sondersitzung ein. Die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes ist die letzte Hochburg islamistischer Rebellen. Syrische Truppen rücken mit russischer Hilfe vor. Einige der Milizen werden von der Türkei unterstützt. Unterdessen erhöhte die Türkei den Druck auf Europa und kündigte an, die Grenzen für Flüchtlinge in die EU zu öffnen. Unser Korrespondent Oliver Meyer-Rüth ist in Istanbul. Was steckt zunächst mal hinter dieser Ankündigung und wie wahrscheinlich ist es, dass das so kommt? Das ist keine Ankündigung mehr, sondern es ist bereits so, dass Flüchtlinge die Grenze Richtung Griechenland überqueren. Vielleicht schaffen es die griechischen Behörden an der einen oder anderen Stelle, die Flüchtlinge abzuhalten. Aber wir filmen dort im Grenzgebiet und wir sehen bereits Flüchtlinge, die die Grenze überqueren. Der Hintergrund ist der türkische Staatspräsident Erdogan hat in den letzten Monaten immer wieder mit Blick auf die Probleme in der Region Idlib angedeutet, gewarnt, dass wenn die EU ihn da nicht unterstützt bei der Sicherung dieser Region in Syrien, dass er dann unter Umständen die Grenzen öffnet für die Flüchtlinge in der Türkei. Und jetzt kam es zum Angekündigten. Und um wie viele Menschen handelt es sich dabei? Also bei den Menschen, die jetzt über die Grenze versuchen zu kommen, da handelt es sich vielleicht um mehrere Tausend bisher. Es hat sich vor allem in Istanbul rumgesprochen, dass die Grenzen offen sind. Gestern Abend, gab es da die ersten Informationen in der Nacht und dann haben sich bereits die ersten Flüchtlinge auf den Weg gemacht. Aber es sind natürlich noch viele, viele mehr in den Lagern wahrscheinlich. Insgesamt gibt es in der Türkei 3,6 Millionen Flüchtlinge und wenn die sich alle auf den Weg machen, dann ist natürlich wesentlich mehr los, aber so ist es im Moment noch nicht. Es ist ja so, Edirne, dieser Grenzort an der türkisch-griechischen Grenze, der liegt ungefähr 2 Stunden von Istanbul und hier in Istanbul gibt es sehr viele Flüchtlinge und das sind wohl die ersten, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben. Wie ist denn die Lage in der Region Idlib, um zur aktuellen Entwicklung zu kommen und wie viele Zivilisten sind noch dort? Die Situation ist sehr, sehr schwierig. Es ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Die wird kontrolliert von dieser Organisation Hayat Tahrir al-Sham, eine islamistische Organisation, die auch mal mit der Al-Qaida verbunden war, sich aber von der Al-Qaida losgesagt hat. Und diese Organisation, die wird unterstützt von der Türkei, von Ankara. Und schützt mehr oder weniger oder kontrolliert auch die Zivilisten in dieser Region. Es sind insgesamt etwa 3,5 Millionen und gut die Hälfte davon, etwas mehr als die Hälfte davon, dürften inzwischen Flüchtlinge sein. Auch aufgrund der Angriffe in den letzten Wochen durch das syrische Militär sind jetzt viel, viel mehr neue Flüchtlinge dort in der Region dazugekommen. Und die Türkei fordert ja nach dem Luftangriff von gestern nun also Beistand der internationalen Gemeinschaft und der NATO. Was ist dabei die Problematik? Also die Türkei hat in den letzten Wochen aufgrund der Angriffe des syrischen Militärs, also des Militärs des syrischen Präsidenten Assad in dieser Region Idlib, türkisches Militär, türkische Truppen in diese Region geschickt, um diese Region eben zu schützen und auch um diese islamistischen Rebellen dort zu unterstützen. Und da gab es dann immer wieder Gefechte zwischen türkischen Truppen und dem syrischen Militär. Und es gab eben jetzt letzten Abend diesen heftigen Luftangriff, bei dem 33 türkische Soldaten gestorben sind. Die Türkei wünscht sich von der NATO, dass der Luftraum gesperrt wird über Idlib, damit sie dort in Idlib operieren kann. Und jetzt ist eben die Frage, ob die NATO diesem Wunsch nachkommt.